Moin Farmers, willkommen zurück zu Landwirtschaftssimulator 2022. Wir haben ja jetzt schon ein paar Mal versucht, den Mais zu ernten, sind ein paar Mal enttäuscht worden, weil der einfach nicht so reifen wollte, wie wir das wollten. Und wenn wir uns das Ganze angucken, ist der irgendwie, warum auch immer noch im Wachstum. Also es ist eigentlich Erntemonat, wir haben Oktober. Und ich habe mir jetzt gedacht, wir sagen, es reicht uns jetzt. Hoppla. Wir holen uns jetzt eine Kettensäge, hauen da hinten ein paar Bäume im Wald weg, so dass es immer noch idyllisch aussieht, weil sieht ja schon schnieke aus. Machen aus den Bäumen Geld und werden von den Bäumen uns endlich ein Grundstück kaufen, expandieren, uns aufbauen und vielleicht eines Tages auch mal dieses Maisfeld ernten. Irgendwann. Vielleicht. So, erstmal eine Kettensäge kaufen, dann geht's los. So, wir haben jetzt eine Kettensäge. Der Sound ist ja niedlich. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal zu Bäumen. Dafür brauchen wir ein Auto. So, Auto gekauft. Da steht das Schmuckstück. Ein Prachtexemplar von einer Karre. Und der Sound. 1986er Pickup. 120 Spitze, richtig? Oh je. Mensch, fahr doch auf die Straße. Hier machen wir uns breit. Kann den Baum nicht fällen. Oh nein, Fehlinvestition. Ich kann es nicht fällen, weil es nicht auf meinem Grundstück ist, richtig? Oh, das ist jetzt ja doof. Der Baum vielleicht nur nicht zu sägen? Du hast keinen Zugang zu diesem Land. Nein, ich habe viel investiert. Oh, ich habe doch nicht so viel Geld. Ja, wir sind jetzt stolzer Besitzer eines Pickup-Trucks und einer Kettensäge. Mit dem wir aber nichts anfangen können, weil wir kein Stück Land haben, wo ein Baum steht. Ich dachte, wir können so ein bisschen Wilderei betreiben oder so. Na gut. Zurück zum Mais. Wow, shit. Mache ich mein Feld kaputt? Glück gehabt. Was ist mit den Bäumen? Die stehen bei mir. Ach, komm schon. Das ist so frech. Was macht mein Mais? Immer noch im Wachstum. Wie lange braucht er denn? Was muss ich denn machen, damit ich den ernten darf? Vor allem abgeerntet, kaputt gefahren. Kann ich Land kaufen, wo Bäume stehen? Ich kann es mir einfach nicht leisten. So, da die Kettensäge ein Reinfall war, wir aber Geld brauchen, der Mais nicht will, düngen wir so lange Feld 9 vom lieben Josiah Sanford, der bietet uns nämlich an, für 3241 popligen Dollar sein Feld 9 zu düngen. Aber wir machen das. So, weil wir haben ja einen richtig geilen Düngerstreuer. Richtig geil. Der macht nämlich ein paar Meter. Dann dürfte das ja eigentlich schnell gehen. Also das Feld sah jetzt auf der Karte nicht so groß aus. Das ist Feld 9 und das soll ich düngen? Muss ich meinen Mais noch düngen, damit ich den ernten kann? Aber der ist ja auch noch nicht erntereif. Ich verstehe nur Bahnhof. Ich dünge jetzt das Feld von diesem Sandford, seine popligen Kröten. Und dann werden wir zu unserem Maisfeld fahren und werden da auch mal Mineraldünger raufschmeißen. Mal gucken, was das bringt. Das geht ja gar nicht kaputt, wenn ich mit dem Trecker durchsemmel. Schau mal einer an.
Ich dünge mein Feld auch gleich. Ja, da hinten sieht schon viel reifer aus. Okay. Die Sicht ist die geilste. Vor allem, das ist ja mega schnell gemacht, ey. Ja, Lohndienstleistung auf Feld 9 abgeschlossen. 3000 Moneten, Alter. Ein richtiger Backengeld. Das sind mehr als... Das ist auf jeden Fall viel. Damit setze ich mich zur Ruhe. So, im Wachstum, ja. Ja, hau ich jetzt den Dünger um die Ohren, du. Und dann wird geerntet. Abfahrt! Wieso geht mein Feld schon wieder kaputt? Weil es mir gehört, richtig? Das ist so frech. Ich bin total entsetzt. Na, da jetzt hier trotzdem rüber. Hier wird geerntet. Mir reicht's. Mei, oh mei, ich fahre auch, als hätte ich einen drin, nur. Hier, schön den Dünger durch den Garten. Ab ins Planschbecken. Und zurück. Rauf und runter, bis du es kapierst. Wenn ich denn immer noch nicht ernten kann, ne? Er platzt mir aber die Latzhose, du. Guck sie einer diese Zebrastreifen in meinem Maisfeld an. Hier sind Aliens am Werk. So muss ich mir das elend nicht angucken, wie mein Acker hinter mir kaputt geht. Ja klar, wenn es meins ist, kann es ja am Arsch gehen, ne? Und wieder durch. Und ich wette, ich mach bestimmt meinen Acker jetzt hier voll kaputt überall und kann trotzdem nicht ernten. Oh, so fahre ich viel besser. Dann fahre ich nur einen Strang kaputt, zwei bleiben stehen. Mittig fahren ist das Prinzip, ja. So, fertig. So, der Mais muss ja den Dünger erstmal verarbeiten, denke ich mal. Der muss ihn erstmal aufnehmen, Photosynthese machen. Unter Düngereinfluss. Und dann wird er bestimmt erntereif. Mal gut, dass er automatisch bremst. 100% gedüngt benötigt Kalk. Ja, aber ich habe doch gar keinen Kalk. Einmal entladen. Maisfeld ist eh schon kaputt. Er benötigt Kalk. Er kriegt da Kalk. Ernsthaft? Ich kann den Kalk hier nicht reinschmeißen. Kalkstreuer. Ich brauche einen Kalkstreuer. Jetzt hängen wir den Kabimse hier hinter. Anhängen. Voll machen. Kleinen Moment. An deiner Stelle würde ich außen rumfahren. Kann hier noch eine Weile dauern. Ich fahre da jetzt vorwärts ran. Hör mir auf, ey.
Oh, Jesus. Ja, der kann auch nichts für, aber so viel weißes Pulver habe ich das letzte Mal gesehen. Habe ich Waschmittel gekauft. Da sind wir bei 66. Das reicht. Abfahrt. Wir müssen kalken. Was war denn meine Tröte? Hat er keine Hupe? Ja, stimmt. So. Rein ins Geschehen. War das Feld eigentlich schon vorher 100% gedüngt? Ich hab's ja. Das läuft ja ganz gut bei mir, ne? So, zumindest eine Sache, die ich hier hinkriege. Hä, wo ist denn die? Ach, da ist die Spur. Also ich fahre da. Wo ist mein Kalk? Habe ich den unterwegs angehabt? Nee, ne? Ich habe ja unterwegs meine Hupe gesucht. Oh, Scheiße! Verdammte Kacke. Habe ich den dabei abgeladen unterwegs? Vorsicht! Fahranfänger! Was habe ich da? Oh, den Briefkasten habe ich abgefahren. Das war ich nicht. Hä, wo ist mein Kalk? Ich hab den doch eingeladen. Hey, eine Viertelstunde Stopp. Hier ist mein Kalk. Ich sehe nichts. Genau so wollte ich hier rückwärts ranfahren. Genau so. Oh, da habe ich den unterwegs abgeladen. Na gut, dass irgendwer so nett war und den hier am Straßenrand gestellt hat. Ja, Abfahrt. Mehr hatten wir nicht. Ein Reh! Ein Arbeitstag voller Enttäuschung und Schicksalsschläge. Richtig schön. Für Investitionen. Machen wir meinen Acker immer weiter kaputt. Und weh, der Kalk reicht nicht. Oha. Der geht ja bei weitem nicht so weit wie der Dünger. Ich bin ein Düsenjet. Also ich glaube nicht, dass das die Lösung meines Problems ist. Wird Mais vielleicht erst im November geerntet? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass den Mais mein Kalk gar nicht interessiert. Ist das nur für den Boden? Alter, ich muss hier so viele Schneisen reinfahren, um das alles zu kalken.
Bevor ich jetzt meinen ganzen Kalk hier umsonst verknete, gucken wir uns das erstmal an. Halt! Okay. Im Wachstum. Benötigt Kalk. Hey, ich habe doch hier schon gekalkt. Selbst der Kalk benötigt Kalk. Was ist das? Im Wachstum. Der Kalk reicht ja auch überhaupt nicht lange. Wieso kann ich mein Mais nicht ernten? Ey, ich kann mein Mais nicht ernten. Ich kann keine Bäume fällen. Kacke, ey. Ein Arbeitstag voller Misserfolge, Enttäuschung und Fehlinvestition. Was schön. Wann können wir das nächste Mal Tomaten verkaufen? Ist auch bald soweit, wa? Die sehen doch schon gut aus. Die verkaufen wir als Jungtomaten. Alles klar, Farmers. Also, ich garantiere euch, beim nächsten Mal werden wir Mais ernten. Ich werde mich jetzt schlau machen, wo das Problem mit dem verdammten Mais ist. Und beim nächsten Mal ernten wir Mais. Dann geht es dem Mais an den Kragen. Und ich hoffe, ihr seid aber dann auch dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.